Hast du dich schon mal gefragt, was denn die richtige Fußrastenposition an deinen Motorradstiefeln ist? Hast du dich auch schon mal gefragt, auf welchem Fuß du mehr Gewicht auflegen sollst, in einer Links- oder Rechtskurve, innen oder außen? Um genau das geht's hier in diesem Video. Bleib dran! Rückblickend betrachtet ist es eine der hauptsächlichen Fragen, die mich halt so über den Laufe des Zeitraums, wo ich hier diese Videos mache, erreichen. Matthias, wie habe ich die Füße richtig auf dem Pedal? Wo soll ich mehr Gewicht haben? Auf dem inneren, auf dem äußeren Fuß? Anscheinend ist es doch ein sehr, sehr großes Thema und deswegen gehe ich jetzt da drauf ein. Ich habe hier eine Lady zum Muster sitzen. Eine nagelneue ES6, die gehört nicht mir, gehört einem Kunden, aber der hat sie mir zur Verfügung gestellt. Gehen wir mal rüber. So, als Muster habe ich hier meinen, er ist erst ein Jahr alten Stiefel, aber schon knapp 25.000 Rennstreckenkilometer drauf. Ich habe da relativ hohen Verschleiß. Und das ist aber jetzt ein Riesenvorteil, weil jetzt erkennen wir, wo denn die Positionen eigentlich sind. Und dieser Stiefel hat nur zwei extrem verschlissene Stellen. Das ist einmal hier in dieser Kehle, in dem Haken, und das ist hier am Ballen. Was somit eigentlich beweist, dass es nur zwei richtige Positionen des Stiefels auf der Fußraste gibt. Und zwar abhängig von Links- oder Rechtskurve. Das heißt, ich habe zum Beispiel in der Linkskurve den Fuß rechts nicht so, wie ich ihn links habe. Das hat im Endeffekt nur einen Grund. Ich will so komfortabel und so sicher wie möglich und so in meinem Fall auch so schnell wie möglich fahren. Und die Schnelligkeit spielt dabei wenig Rolle. Das ist nur so ein Schmankerl obendrauf quasi. Der Vorteil dieser richtigen Position ist aber, dass ich somit auch richtig sitzen kann. Und ich habe ja das Thema Körperhaltung schon öfters angesprochen und unter anderem habe ich hier auch schon mal so Kleinigkeiten verlauten lassen, aber die sickern halt nicht so richtig durch und ich glaube, wenn man jetzt mal explizit darauf eingeht, wird es bestimmt besser. Also, ich habe zwei Stellen, damit ich mich wohler fühle, damit ich mich besser fühle. Und im Endeffekt ist es so, dass die richtige Körperhaltung von unten weggeht, also von Straßennähe Richtung oben. Das heißt, wenn ich denn schon die falsche Position auf der Fußraste habe, dann kann ich mich auch nicht richtig ins Hanging Off stürzen. Ich kann mich obenrum nicht richtig entspannen. Ich bin immer verkrampft in den Händen. Es ist immer anstrengend. Deswegen ist die Fußrastenposition absolut essentiell. Ich habe jetzt Gott sei Dank mein Bike schon umgedreht, da ist mir vorher aufgefallen, ich habe hier nur einen linken Fuß, linken Schuh, und vorher stand das Bike andersrum, wäre nicht gegangen. okay, linke Seite des Motorrads, linker Stiefel, wir fahren jetzt eine Linkskurve, auch wenn wir es nicht machen, aber wir fahren jetzt einfach eine Linkskurve, okay? Wo will ich den Fuß in der Linkskurve haben? Und zwar will ich den am Ballen, ich will hier am Ballen mein maximal Gewicht haben. Wenn du anderer Meinung bist oder wenn du der gleichen Meinung bist oder wenn du darüber jetzt explizit sofort einen Kommentar weißt, drück doch mal auf Pause und schreib deine Meinung darunter, bevor du das Video fertig angehört hast. Würde mich interessieren, was du denkst, bevor du eventuell beeinflusst bist. Warum der Ballen? Versuch mal, Fahrrad zu fahren mit der Ferse. Wirst du merken, ich kriege irgendwie keine Kraft aufs Pedal, das ist irgendwie scheiße anstrengend. Versuch's mal auf der Ferse, versuch's mal auf dem Ballen. Oder wenn du balancierst über eine Stange, über einen Abgrund oder über einen halben Meter, keine Ahnung, dann wirst du die meiste Kraft auf dem Ballen haben. Wenn du gehst, dann gehst du auch nicht wie eine Ente auf der Ferse, sondern du rollst über den Ballen ab. Das heißt, der Ballen ist dein Dreh- und Angelpunkt, da hast du die meiste Kraft
Das ist einfach so. Das ist am Winkel des Fußes, ist das durch die Ferse, das ist ein gewisser Winkel und dadurch, je nachdem, der eine hat es ein paar Millimeter weiter vorne, der andere ein bisschen weiter hinter, aber das wirst du rausfinden, wo du denn die meiste Kraft hast. So, jetzt könnte man auch noch fragen, warum brauche ich am inneren Fuß die meiste Kraft? Und das ist ja auch was mich sehr oft erreicht. Da viele der Meinung sind, oder vielleicht ist ein Irrglaube, der einfach nur seine Runde macht, dass die meiste Kraft beim Motorradfahren am äußeren Fuß sein soll. Natürlich könnte man meinen, ja, wieso auch nicht. Aber es gibt einen relativ simplen Umkehrbeweis. Und zwar, versuch mal in einer Kurve, sagen wir mal Linkskurve, Knie am Boden, ne, Maximalschräglage, versuch jetzt mal deinen inneren Fuß vom Pedal wegzunehmen, wegzustrecken. Das funktioniert nicht. Versuch mal den äußeren Fuß wegzustrecken. Es wird funktionieren. Was beweist, dass das meiste Gewicht auf der inneren Rasse sein soll und nicht auf der äußeren. Ich denke, das Verhältnis zwischen Verteilung ist 60-40, 70-30, je nach Typ, der drauf sitzt. Ich denke, bei mir ist es 70-30. Du wirst wahrscheinlich noch nie jemanden gesehen haben, der den inneren Fuß wegstreckt, außer ein Motocross-Fahrer. Motocrossfahrer, Supermotorfahrer, die machen aber auch kein Hanging-Off, sondern die drücken das Motorrad. Dann können sie den inneren Fuß wegstrecken. So, jetzt zeige ich euch mal genau, wo der denn sein muss am inneren Rasten. Wichtig ist, dass in der Kurve der Fuß nie in Fahrtrichtung ist, sondern immer aufgedreht ist. Ungefähr so. Warum ist es so? Wenn ich den Fuß so habe, werde ich mein Knie nie öffnen können. Wenn ich den so habe, kriege ich das Knie raus. Also du wirst keinen sehen, der es richtig kann, der den Fuß so hat. Deswegen wird er ihn aufdrehen. Und somit kann er hier so richtig Gewicht drauf drücken. Ich zeige es jetzt mal mit meinen Turnschuhen, weil ich ziehe den jetzt nicht an. Hup. Zack, zack. Siehst du, ich mache das schon ganz automatisch. Ich drehe den Fuß schon ganz automatisch drauf. Und dann kann ich mich richtig reinstellen hier. Na, Arsch ein bisschen drüber. Habe ich auch schon wieder drüber gemacht und dann kann ich mich richtig reinstellen. So, jetzt habe ich quasi die Position der Linkskurve. Wenn ich jetzt den Fuß weglassen würde vom Pedal, dann würde ich knallhart vom Motorrad einfach runterfallen. So, wenn ich jetzt aber die Arme mit dazu habe, dann könnte ich ihn theoretisch ein bisschen lockerer lassen. Aber dann kommt automatisch wieder mehr Gewicht auf die Arme. Aber dann kommt wieder automatisch mehr Gewicht auf die Arme und das will ich ja nicht. Ich will ja mehr Gewicht mit dem Unterkörper abfangen, ich will ja quasi meine Arme lockerer haben. Deswegen ist es so wichtig, hier am inneren Fuß viel genug Gewicht zu haben. Ich hoffe, das ist ausreichend dafür, dass es beweist, auf dem inneren Fuß muss das meiste Gewicht sein. So, für was habe ich jetzt dann die Brauchspur hier am Haken? So, jetzt gehen wir mal davon aus, wenn mein innerer Fuß auf dem Ballen sein soll, dann muss wohl der äußere Fuß auf dem Haken sein. Deswegen fahren wir jetzt quasi eine Rechtskurve, damit der linke jetzt außen ist. Ich drehe das Motorrad nicht oder ich will es nicht drehen und ich habe meinen zweiten Stiefel zu Hause, also geht das jetzt nicht. Also wir müssen uns jetzt vorstellen, wir fahren jetzt eine Rechtskurve. So, dann wirst du bestimmt schon mal gesehen haben, dass der ein oder andere, wohlgemerkt, wir haben jetzt unsere 30 oder 40% des restlichen Körpergewichts hier. Imaginärisch. Wir können uns jetzt streiten, ob hier noch ein paar Prozent und dann noch Prozent, einfach ums bildlich dass man sich bildlich vorstellen kann. Du hast bestimmt schon ein paar Profi-Bilder oder Slow-Motion-Aufnahmen von Profis gesehen. Die sind, sagen wir mal, der fährt jetzt hier eine Rechtskurve und die sind von da vorne hierher fotografiert worden. Dann hast du bestimmt seine Füße oder die Fußspitze streckt sich da oft weg vom Motorrad. Also Richtung Kurvenausgang. Und wenn du da zwei, drei GP-Fahrer hintereinander siehst, dann ist das bei denen allen gleich. Somit ist das unser zweiter Fixpunkt am Stiefel. Warum machen die das oder warum sollte man das machen? Oder warum mache ich das? Ich schaue mir das ja auch von den Großen an. Muss es ja irgendwo her wissen. Der Vorteil ist dadurch, wenn ich den Fuß so nach unten strecke, hänge ich quasi in diesem Haken
wie wenn ich so einen Piratenhaken hätte. So, ich hänge mich quasi, abstützen tue ich mich am Inneren oder aufstützen am Inneren oder runterdrücken am Inneren, aber am Äußeren hänge ich mich ein. Ich hänge meinen Fuß, meinen Schuh in das Pedal ein, um, jetzt kommt der Clou, den Knieschluss am Tank abzustützen. Beispiel. So, ich fahre jetzt hier eine Rechtskurve, sitze quasi mit dem Arsch ein bisschen rechts. Der innere Fuß ist das meiste Gewicht drauf. Und jetzt hänge ich meinen Turnschuh hier, der hat fast keinen Haken, aber ich hänge ihn jetzt da ein. Und dann siehst du, wie ich den jetzt nach unten wegdrücke, nach unten und nach außen. Und dabei kann ich jetzt einmal nach unten drücken und drücke hier an den Tank ran, was meinen Knieschluss verstärkt. Und somit habe ich maximal Körpergewicht so gut wie möglich mit meinen Beinen, mit meinem Rumpf, mit meinen Füßen abgestützt. Das heißt, ich habe eigentlich drei Punkte. Äußere Raste, äußerer Knieschluss, inneres Pedal. Umso mehr Gewicht ich hier drauf habe, umso mehr Gewicht ich hier abstütze, umso weniger brauche ich hier oben. Und das tut uns ja immer allen weh. Unterarme, Schultern, Brust. Das ist eigentlich so der Clou dafür. So, das war so meine Erklärung für das Thema Fußrasten, Position, auf dem Stiefel, beim Biken. Ganz simpel. Natürlich kannst du jetzt anderer Meinung sein, schreib es einfach in die Kommentare, aber sei vorsichtig, vielleicht probierst du es mal auf der Rennstrecke mit dem Gegenbeweis, wo das meiste Gewicht sein soll. Versuch mal den inneren Fuß beim Motorradfahren, also quasi im Hang-Off mit dem Knie am Boden, den inneren Fuß wegzustrecken und du wirst sehen, es funktioniert nicht. Der äußere hingegen, den kannst du, ne? Und dann ist es relativ leicht erklärt, wo das meiste Gewicht denn ist. Nicht sein soll, sondern oder auch sein soll oder ist. Ja. So ganz nebenbei, ich bin hier in meinem neuen Studio, falls dir noch nicht aufgefallen ist, richtig cool. Ich habe hier jetzt meine Autowerkstatt fast komplett abgeschrieben. Ich habe die Schnauze voll, ich mache jetzt nur noch Bikes. Habe mir hier so einen Bereich rausgesucht, wo ich schöne Studio einrichten kann, wo ich auch mal einfach so ein Motorrad hinstellen kann und sagen kann, hier, zeig dir mal das und schau mal hier und schau mal jenes. Habe hier Platz, kann mich bewegen. Habe hier hinten auf der Wand noch Platz für baldige Sponsoren. Da sind wir jetzt gerade am Verhandeln. Für 2020 wird sich einiges ergeben. Unter anderem werde ich die Werkstatt ziemlich stark auf Motorrad umrüsten, für Motorradwerkstatt und so weiter. Habe unter anderem auch noch relativ viel Platz in 400 Quadratmeter. Also ist hier alleine relativ stark. Wenn du aus der Nähe bist, schreib mal eine E-Mail. Vielleicht brauchst du ja ein bisschen Platz. Lass uns was gemeinsam starten vielleicht. Mal sehen. Also, wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen hoch, abonniere auch gerne den Kanal, falls du mich noch nicht kennst, ich würde mich natürlich dementsprechend freuen. So, das war's von mir, bis zum nächsten Mal und ciao.